toll, wir haben auch noch nichts über Schuhe. Und das Schlimmste ist, wir haben nur noch eine Woche Zeit. Wäre es denn, wenn wir den Professor fragen? Und er weiß, dass er Informationen hat. Das ist keine schlechte Idee. Na dann los. Guten Tag, Herr Professor. Ja, was geht's? Wir wollten fragen, wie man möglichst schneller Informationen über ein Detail oder über Schumann erlangt. Oder ob Sie schon welche haben. Also Informationen habe ich keine, aber ihr könnt ja mal mitkommen. Und Sie meinen wirklich, dass uns die selbst entworfene Zeitmaschine ins Jahr 1848 wird? Ich habe Angst. Ich brauche doch keine Angst zu haben. Um Punkt 16 Uhr werde ich wieder hier erscheinen. Also, in 5 Sekunden geht's los. Eine Frage noch, haben Sie die Zeitmaschine vorher getestet? Nein. Also, in 5, ich habe Angst. 3, 2, 1. Und weg sind sie. Hoffentlich kommen sie ins richtige Jahr und kommen auch wieder zurück. Wer seid ihr? Das ist Marco und ich bin Sven. Du musst Schumann sein, oder? Ja, ich bin Schumann, aber was wollt ihr hier? Wir sind aus der Zukunft. Aus der Zukunft? Jetzt lass mich doch mal ausreden. Ja, zwei von unseren Freunden sind bei Heine und wir wollten, dass sie uns etwas über ihr Leben und ihre Werke erzählen. Zurück? Ja, ich glaube, das geht schon. Ich fange ja mal an. Also mein Name ist Robert Alexander Schumann und ich wurde am 8.6.1810 in Zwickau geboren. Mit 12 Jahren habe ich schon meine eigenen Werke komponiert und habe bis 1830 Jura studiert. Dann habe ich mich aber neu der Musik gewidmet und dann auch die Neuzeitschrift für Musik gegründet. Ja, seit 1840 bin ich halt verheiratet mit Clara Wie und vor 4 Jahren bin ich hier nach Düsseldorf gekommen und lebe nun in einer Heiratszeit wegen Gehirnleiden. Ja, meine Werke sind zum Beispiel die Kinderszenen von 1838 oder die Dichterliebe und der Niederkreis. Jo, Mann, probiert noch einmal her. Ja, wir sind aus der Zukunft. Der Zukunft? Was wollt ihr? Wir wollten die fragen, ob du uns irgendwelche Infos aus deinem Leben geben kannst. Mein Leben? Leben ist lang. Was genau? Naja, wichtige Zeit oder deine Werke? Naja, dann setzt euch die Maschine und setzt euch. Ich mach den Spieler. Aber fang doch mal an. Also, geboren bin ich ja am 30.10.1997 im schönen Düsseldorf. Ja, und dann mit 10 Jahren ging ich dann aufs Gymnasium in Düsseldorf. Ich hab da 7 Jahre meinen Schulweg abgesessen. So, ich hab die Schule und beendet dann die Schule auch mal die Tür. Ja, und dann bin ich halt mit meinem Onkel, Carlos Heinegger, der bei dem dann eine Bandlehre gemacht hat und doch auch das Rechenschreiben war mit mir. Ich habe immer wieder ins Gewicht geschrieben, habe auch das abgebrochen und habe ihn schon gebildet, eine Überraschung zu machen. Ich war in Berlin, kaum zu Göttingen, aber das selbst war nichts für mich und so kam ich jetzt zurück zu ihm. Und, aber während der Zeit zwischen meine ersten Dichte, wie zum Beispiel erste Reisebilder oder auch das Buch Villon. Ja, und dann im Kopf-Kopf-Kopf-Kopf war im Jahr 1825. Da bin ich mit dem Evangelisten hier mit dem Glauben gefehlt, vorbei die Jule. Und habe mich von Ferry Heine, Johann Christian Heinrich Heine umgenannt. Ja, und das liegt da 10 Jahre, habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Ich habe dann im katholischen Mythos geheiratet. Da war ja ungefähr 5 Jahre. Aha, ja, das heißt, wir schon in der Zukunft geben. Telefon mit 1880 und wir kommen. Das glaube ich eher nicht. Ja, hallo, hier ist Marco. Ja, wir sind jetzt fertig. Wie weit seid ihr? Das ist der Heine, ich will ihn sofort sprechen. Moment, Schumann möchte mit Heine sprechen. Du musst vorbeikommen. Anscheinend bin ich schon so verrückt, dass ich jetzt schon wieder zur Zukunft sehe. Ich bin in der Heilanstalt. Wie viel Zeit haben wir noch bis 16 Uhr? Zwei Stunden. Ah, da seid ihr ja. Schumann, sind wir die Kinder? Ah, der wird sich. Weiß ich doch.
Ich habe wieder von der Maschine erzählt, damit alle Dinge gleich gut spielen. Das wäre aber schief gelaufen. Kannst du noch spielen? Ja, soll ich mal? Very soon, Shalom's gonna drop. Soon, very soon, Jehovah.